Wir sind fast da. Glaub mir, wir sind nicht zu übersehen. Noch eins. Nein! Ja. Guter Schuss. Man darf sich einfach nicht ablenken lassen. Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir haben wieder eine weitere Challenge für Star Wars Battlefront 2. Diesmal die Omega Challenge. Die hatten wir schon mal in einer anderen Form, aber heute mit ganz coolen Aufträgen, denn wir müssen machen 10 Kills mit dem Bogen, 5 Kills mit dem Cycler-Gewehr und 2 Leute müssen wir mit dem Repulsor umwerfen. Von daher viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, und rein geht es in die gute alte Omega-Challenge. Ich bin gespannt, wie es läuft. Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun, müssen uns ein bisschen ranhalten. Aber ich glaube, Horde ist eine richtig gute Map, um das zu schaffen. Ich bin gespannt. So, erstmal ab nach vorne. Vielleicht kann man hier sogar... Alter, das ist ein großer Zoom. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Jetzt einen haben wir aber. Nice! Den haben wir vorher. Sache ist natürlich auch die, wir müssen genug Punkte kriegen, um hier uns die ollen Ewoks zu erspielen. Ja, das sah ganz komisch aus, aber wir haben ihn. Geil. Es läuft gut. Wir können ja mal so ein bisschen über Bad Batch quatschen, beziehungsweise über Omega im Bad Batch, denn sie ist natürlich ein Teil des krassen Bad Batches. Da kommt ja auch bald Staffel 2 raus. Alter, hat er mir gedrückt. Krass. Von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was sagt ihr denn zu dem Charakter Omega? Mögt ihr die gar nicht? Findet ihr die nervig? Findet ihr die cool? Glaubt ihr, die ist zwar nervig, aber kann sich noch zu einem coolen Charakter entwickeln? Ist ja, ne, alles so eine Frage. Ach, das war nur ein Assist. Wir können auch gucken, dass wir vielleicht die Repulsor-Kanone hier schon nutzen. Es sind auf jeden Fall sehr viele Sniperinos hier im Game. Aber naja, ich mag Omega eigentlich ganz gern, würde ich sagen. Ist jetzt auf jeden Fall nicht mein Lieblingscharakter. Ist halt so ein, ja, typischer, recht schwacher Kindercharakter, ne? Also jetzt nicht schwach im Sinne von schwach geschrieben, sondern von... Ja, die kann halt nicht viel, muss immer beschützt werden, braucht manchmal Hilfe und so, ne, wie halt Kinder halt sind. Aber ich finde es eigentlich gar nicht uninteressant. Ich bin auch richtig gespannt auf die Season 2 von Bad Batch, weil ich fand die Season 1 eigentlich echt voll solide. Eigentlich voll okay. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, waren mir zu viele Fehler drin, war nicht so gut. Nee, dies hat mich gestört, das hat mich gestört. Aber ich fand eigentlich, war eine ganz solide erste Staffel. Gab ein paar Höhen, gab ein paar Tiefen. Aber im Grunde bin ich eigentlich relativ zufrieden damit. Von daher mal gucken, was sie aus dem Feedback machen, was sie aus Season 2 machen. Ah, der wird mir aufgenommen. Ich werde jetzt hier einen umstoßen, Leute. Ich werde einen umstoßen. Komm schon. Irgendwo ist hier einer. Ah. Nein, der ist schon tot. Ist hier noch irgendwo einer? Och, Mann. Ja, ich weiß doch, wo die Musik spielt. Da. Wenigstens den da nehmen wir noch mit. Haha. Oh, Rache. Der hatte mich vorhin geholt. Ja gut, passt. Oh, und jetzt haben wir auch schon mal genug Punkte für einen Ewok. Schreibt gerne natürlich auch eure Challenge-Ideen rein und natürlich versucht auch euch gerne an der krassen Omega-Challenge und versucht selber mal das Ganze hinzubekommen. Bringt vielleicht ein bisschen neuen Wind rein ins Spiel. Macht immer mal wieder Spaß, die ganzen Challenges irgendwo zu probieren, weil hier, ne, wer spielt denn normalerweise Cycler-Gewehr? Wenn jetzt einer von euch schreibt, ich spiele Cycler-Gewehr immer, das ist voll cool, dann weiß ich nicht, glaube ich dem nicht. Glaube ich einfach nicht. Da ist einer super low. Komm. Den nehme ich. Oh, ich kriege ihn sogar. Come on, gleich nochmal. Ich werde die Challenge einfach rocken, glaube ich. Ich bin gerade richtig guter Dinge. Der ist da. Komm. Ah. Traut er sich nochmal? Wir machen mal den manuellen Modus, aber nee, das bringt mir nichts. Da ist noch einer. Ah. Das mit den Ewok wird wahrscheinlich so mit das Schwierigste sein. Weil es natürlich auch... Oh, komm, wir versuchen es auch gut Glück irgendwie. Nee. Weil es natürlich auch irgendwie schwierig ist, so viele Punkte erstmal... Oh, das fliegt so straight. Ich habe gedacht, das sinkt ein bisschen ab. So viele Punkte zu bekommen. Das habe ich ja... Ich bin so schlecht mit dem... Hello there. Nein. Oh, komm. Mach jetzt nicht den. Hören Sie auf. Ich bin normalerweise so schlecht mit dem Ewok. Okay, hier sind noch welche. Komm. Ein noch? Ja. Noch ein. Alter, ich habe schon 3. Mein Team ist aber auch verdammt gut, ne? Guck mal, wie die hier Objective spielen. Und jetzt hauen wir hier den Bogenschuss voll auf das Ding drauf. Ham! 32! Gehen die Whisties da auch? Nee. Die gehen nicht. Aber hier sind noch welche. Okay, wir müssen zurück. Was machen wir denn jetzt? Ich will eigentlich die Kills hier mitnehmen. Ah, da sind auch wirklich viele. Kriegen wir den wenigstens noch? Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht hingehen sollen. Ja, das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Ach Mann, warum hat denn... Ach, der Ewok hat aber auch nicht getroffen. Wir haben nicht genug Punkte. Jetzt war ich so euphorisch. Okay, wir versuchen jetzt nochmal mit dem Repulsor-Ding was zu holen. Den da, der passt gerade nicht auf. Nein. Ja, der zählt als umgestoßen. Nice, einen haben wir. Come on.
Nee, aber ich glaube, Bad Batch könnte tatsächlich wirklich deutlich besser nochmal in der zweiten Staffel werden. Auch die Leute, die dann gesagt haben, da waren mir zu viele, ich sag jetzt mal, Filler-Folgen drin und es war nicht spannend genug und das hat sich so ein bisschen gezogen angefühlt und so. Ich glaube, die können da echt viel aus dem Feedback lernen, was sie so von der ersten Staffel bekommen haben. Und ich glaube persönlich, das könnte echt cool werden. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Klar, es kommt vielleicht jetzt nicht oder noch nicht an Clone Wars ran. Ne? Wir wollen ja nicht den Tag vom Abend loben. Aber es könnte ja noch werden. Was macht denn der? Oh, den haben wir. Nice. Über mir hier ist einer. Da. Da ist irgendwo einer. Der läuft da. Der läuft da. Komm. Er ist hinter ihm. Mann, die rollen alle im richtigen Moment. Nein, ich werde gesniped. Oh, und der nimmt mir den Kill weg. Aber ich lebe noch. Alles gut. Alles ist gut. Da ist noch einer. Komm. Komm. Der steht doch gar nicht so weit weg. Ja. 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 Na, also. Okay. Nein, 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 nein. Lauf, Omega, lauf. Warum bist du überhaupt so haarig, Omega? Was ist mit dir passiert? Du siehst so anders aus. So komisch. Da läuft einer. Jawohl. 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 Dass der nicht getroffen hat. Wenn die rollen, dann trifft es auch einfach nicht. Oh, ich dachte schon, der holt mich jetzt, ey. Shit, shit. Wir nutzen mal die Whisties einfach nur, damit er hier nicht herkommt. Komm da hoch. Da oben. Da sind voll viele. Nimm dir den. Nimm dir den. Der steht doch direkt vor dir. Mann. Den noch. Wenigstens den noch. Ja. Ah, schade, Obi-Wan. Du warst zu langsam. Aber einen haben wir noch bekommen. Okay, alles gut. Wir können doch nicht nochmal die haarige Omega nehmen. Aber wir können den da umstoßen. Wir können. Jo, da fliegt er. Und der Doppelwegspringer. Nee, das hat nicht mehr geklappt. Aber wir haben es. Wir haben es. Geil, Leute. Wir haben es. Ich bin hyped. Ich bin hyped. Ich könnte es jetzt zu. Ich könnte jetzt den Sack zumachen. Jetzt schon. Wie gut wäre das denn, ey? Ich darf jetzt hier nicht irgendwie, ne, den Tag vom Abend loben und dann noch verkacken. Das wäre jetzt ganz schlecht. Alter, ich könnte es schaffen. Und mein Team ist auch verdammt gut. Ich glaube, das wird eine ganz schnelle Kiste werden hier. Wir dürfen jetzt auch nicht sterben. Ich habe keine Punkte mehr übrig. Ja, der bringt mir jetzt zum Beispiel nichts. Der zählt nicht. Scheiße, scheiße. Aber das können wir vielleicht schaffen, oder? Habe ich mir das gut überlegt? Habe ich mir das gut überlegt? Habe ich mir das gut überlegt? Schieß doch! Ich hasse den Ewok! Er steht halt einfach mit einem HP vor einem und der macht nichts. Natürlich hätte ich jetzt wieder zustechen können, aber ich will ja auch Kills die zielen. Oh, den stoßen wir jetzt so um. Das hat nicht gezählt. Aber wir haben ihn. Oh, der ist aber auch reingerusht, ey. Mein Team ist zu gut. Ich habe gerade riesige Probleme. Hier sind welche. Wir müssen die aber mit dem Bogen... Oh, verdammt. Den zweiten. Ja, okay. Okay, jetzt schnell hier so. Nein. Wo sind sie? Die waren doch eben noch... Da sind sie. Nein, nein. Ja, 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 ja. Nein. Treff ihn. Oh. Komm schon. Komm schon. Nein, Obi-Wan, du Hund. Wie kann man so gemein sein? Wie locker der den mitgenommen hat. Einer fehlt mir noch. Oh nein, der hat mich gesehen, oder? Warte, schießt auf Obi-Wan. Okay. Wir gehen jetzt hier raus. 26 Tickets noch. Komm. Da ist einer. Da ist einer. Juhu, wir haben's. Wir können nicht schießen, aber wir machen den hier. Ja, darüber reden wir jetzt nicht. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Match auch gewinnen. Da sind sie. Boah, ey, also das Cycler-Gewehr ist auch einfach nicht meins, Mann. Das hat auch so einen hohen Zoom. Habe ich da irgendeinen Aufsatz noch drin? Ich weiß es gerade nicht. Ham! Von wegen, das Cycler-Gewehr ist nicht meins. Bin krass. Jetzt holen wir uns den ISB-Agenten hier. Oder auch nicht. Jo, das war's. Aber wir haben es gerade so hinbekommen. Ich hatte nicht mal... Hatte ich noch genug Punkte für den Ewok? Ja, jetzt am Ende hatte ich noch mal genug. Nachdem ich die 2, 3 Leute umgebracht habe. Aber Alter! Es war so knapp. Hätte ich nicht gedacht, das lag vollkommen daran, dass mein Team so verdammt stark war. Omega-Challenge, zack, zack, Haken dran. Die haben wir geschafft. Leute, ihr könnt es auch probieren. Schreibt auch gerne eure eigene Challenge-Idee in die Kommentare. Wie gesagt, gerne einfach mal machen. Freut ihr euch auf Bad Batch Staffel 2? Wie findet ihr Omega als Figur? Alles gerne reinschreiben. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.